Oh, ich hab so Hunger auf McDonald's. Oh. Ich auch, aber Nochmal. Lami, siehst du das auch? Was ist das denn? Ist das eine Hä? Autowaschanlage? Nur heute? Was bedeutet das denn? Also, ich glaube, das ist eine Autowaschanlage und ich meine, das Auto ist sowieso dreckig. Wollen wir das nicht austesten? Hm, könnten wir eigentlich machen, aber wie funktioniert das Ganze denn? Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Aber hey Freunde, ich bin Slami. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, aktiviert die Glocke, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Lami Army, der coolsten Army auf ganz YouTube. Und Emily, deine Army ist natürlich auch die coolste. Ja, natürlich, das wissen auch alle. Deswegen müsst ihr auch unbedingt Emilys Kanal abonnieren. Aber jetzt zu dieser Autowaschanlage. Also wenn es überhaupt eine Autowaschanlage ist, sollen wir die mal ausprobieren? Ja, natürlich. Ich meine, das Auto ist eh ein bisschen schmutzig. Von daher nutzen wir das Ganze mal Okay, so. oh, warte mal. Hier sind noch überall Dropper. Oh, warte mal. Guck dir mal die Dropper an. Die sind gefüllt mit Diamanten. Was bedeutet das denn? Werden wir etwa reich? Vielleicht wird das Auto einfach blitzeblank wie dieses Diamantenauto. Naja, ich würde sagen, oh, hier sind so Knöpfe, Emily. Ich glaube, die muss ich drücken. Okay, dann probier das doch mal aus. Okay, ich denke mal, dass hier nach unten. Zack, zack und zack. Oh, Lami, du glaubst gar nicht, was Oh, passiert ist. wow. Oh, Lami, schau dir das doch mal an. Emily, das ist aber ein ganz anderes Auto. Du hast recht und ich kann dir gar nicht sagen, wie das passiert ist. Plötzlich saß ich einfach in diesem Lamborghini drin. Oh mein Gott, Lami, wie cool ist das denn? Emily, ich glaube, das ist keine Autowaschanlage. Diese Anlage oder Maschine verwandelt unsere Autos in noch krassere Autos. Wie cool ist das denn? Wir haben gerade ein stinknormales Auto in ein Lamborghini verwandelt. Willst du mir das etwa sagen? Oh mein Gott, Lami, willst du mir etwas sagen? Wir können jetzt alle Autos in total coole Autos verwandeln? Emily, genau das machen wir Oh, heute. das ist Oh ja ja. so toll! Oh Wie mein cool Gott, oh ist mein das Gott. denn? Aber was machen wir eigentlich mit den ganzen coolen Autos? Wie wäre es, wenn wir die einfach verkaufen? Ich meine, dieses Angebot gilt ja nur heute, steht da. Oder wir locken gleich ein paar Kunden an und verwandeln ihre Autos einfach in noch krassere Autos. Alter, das wird so Oh, cool. Lami, das ist total die Idee. Ich park das Auto mal hier. So, Ich ich würde glaube, das sagen, passt. Am besten suchst du dir einfach noch ein Auto irgendwo und wir verwandeln das einfach. Das heißt, wir machen einfach fremden Leuten eine Freude, indem wir ihre stinknormalen Autos in Superautos verwandeln. Oh, Lami, das ist eine tolle Idee. Ich mache mich sofort auf den Weg und suche ganz viele öde Autos. Okay, und ich gucke mir mal die Maschine näher an. Wow, hier sind überall so Diamanten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und der Boden, okay, das sieht alles so krass aus. Ich würde sagen, wir resetten einfach mal die Maschine. So, zack und zack. Und dann gucken wir mal, welches Auto wir dann nochmal verwandeln. Emily, wo bist Hallo, du? Lami, hier bin ich. Und Warte schau mal, mal. was ich gefunden habe. Wir können also einen Roller verwandeln. Ja, vielleicht klappt das ja. Lass uns das ausprobieren. Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Na gut, dann steigt man ein und wir verwandeln einfach mal diesen Roller. Vielleicht bekommen wir so einen mega coolen Roller daraus. Oh ja, das wäre ziemlich cool. Sitzt du drinne? Oh ja, ich sitz drauf. Du kannst also loslegen. Okay, so, erster Hebel, zweiter Hebel, dritter Hebel und Oh, gestartet. Lami, du wirst es mir nicht glauben. Warte mal, was geht denn hier ab? Oh. Wow, guck dir doch mal das dicke Ding an. Das Was? ist total cool. Die haben diesen Müllroller in so einen Luxus-Sportroller verwandelt. Das sieht ja mal abgefahren aus, Emily. Oh, bitte fahr mal damit. Das ist total cool. Oh, Und warte mal. Ich glaube, so ein gefährliches Ding kann ich gar nicht fahren. Das ist oh viel zu Mann, schnell für Mann, du mich. hast recht. Da darf nur ein Profi dran. Nur ein Profi? Oh Mann.
Aber ich würde sagen, vielleicht holst du gleich mal Leo ran. Der möchte bestimmt auch ein paar Autos verwandeln, oder? Oh, du hast recht. Dann kann Leo auch noch ein paar Autos verwandeln. Ich mache mich sofort auf die Suche. Okay, los, Emily. Aber mach hinne. Okay. So, wir resetten wieder die Maschine. Zack, zack, zack. Okay, und gleich wird dann einfach Leo kommen und ein paar Autos verwandeln. Alter, das ist wirklich mega krass. Diese Maschine ist wirklich magisch. Okay, Leo, wo bist du? Oh, warte mal. Sag nicht, das ist... Ich bin endlich da. Ist das diese Maschine, von der mir Emily erzählt hat? Warte mal, wie schnell ging das denn? Aber andere Frage, was hast du denn hier für ein Auto? Das habe ich bei McDonald's geklaut. Bei McDonald's? Ach, ich glaube, das ist mir egal. So, ich würde sagen, fahr du einfach mal mit diesem Auto rein und dann bin ich gespannt, in was für ein Auto sich dieses Auto verwandelt. Ich bin bereit. Na gut, ich würde sagen, wir starten einfach die Maschine, wenn du hier drin bist. Oh Mann, das ist extrem ein komisches Auto, muss ich sagen. Okay, du bist drinne und zack, zack, zack. Und starten! Hey, Papa, guck dir das mal an! Warte mal, du willst mich doch veräppeln, oder? Wir haben gerade dieses kleine Pups-McDonalds-Auto in ein Porsche verwandelt. Wie cool sieht das denn aus? Papa, ich glaube, das Auto ist viel zu schnell für mich. Ich will lieber mein Smart zurück. Was redest du denn da? Nein, Spaß. Ich liebe schnelle Autos. Das sieht ja mal cool aus. Oh ja, aber wir dürfen keine Zeit verlieren, denn es wird langsam schon Nacht, Leo. Wir müssen dieses Angebot auf jeden Fall noch ausnutzen und noch mehr Autos verwandeln. Los, hol irgendwie noch ein Auto her, okay? Ich bin schon auf dem Weg. Okay. Ich bin jetzt wirklich gespannt, mit was für einem Auto er kommt. Warte mal, was hast du denn da für ein Auto geholt? Wow, vorsichtig, Leo. Das habe ich gerade geklaut. Oh Mann, ey, du musst aufhören, andere Sachen zu klauen. Aber ich glaube, wir klauen die Sachen ja nicht. Wir leihen die aus und verwandeln die in teurere Autos. Ganz genau. Das ist unsere neue Arbeit. Wir klauen Autos und schenken die besseren Autos zurück. Okay, wenn das so funktioniert. Ich würde sagen, fahr einfach mal rein und ich bin gespannt, in was für ein Auto sich dieses Auto verwandelt. Muss ich wirklich sagen. Okay, du bist drinne und ich drück die Hebel, zack und zack und go! Oh, Papa, was passiert hier? Was ist denn jetzt passiert? Wow, das ist ja mal eine fette G-Klasse, Leo. Guck dir das mal an. Was ist das denn für ein abgefahrenes Auto? Oh, Papa, das sieht so cool aus. Lass mich das fahren und setzt du dich auch rein. Okay, dann fahr du mich mal als kleiner Leo und so, oh, das sieht ja mal echt cool aus. Oh, warte mal, bist du überhaupt im Auto drinne? Warte, ich bin zu klein und so, oh, da bin ich. Oh Mann, ey, wir fahren jetzt einfach mit Leo in dieser fetten G-Klasse rum. Und Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und Leo, vorsichtig! Ich bin zu schnell, ja! Oh Mann, und ich würde sagen, Leute, schaut doch unbedingt bei Emily vorbei. Dort müsst ihr auch den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren natürlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video wieder und tschüss. Tschüssi.